30 Grad und noch mehr. Der Sommer gibt dann doch noch mal alles. Und die Besucher des Freibads in Ludwigsburg-Hoheneck, die suchen so ein bisschen Abkühlung vor der Hitze, die noch mal gekommen ist, als dann am frühen Nachmittag der Unfall passiert gestern. Als noch ungeklärter Ursache ist offenbar Chlorgas ausgetreten. Rund 1000 Badegäste müssen das Schwimmbadgelände am Neckar wegen der gefährlichen Dämpfe sofort räumen. Es ist das jähe Ende eines herrlichen Badetages. Fluchtartig verlassen die rund 1000 Besucher eines Freibades im baden-württembergischen Ludwigsburg die Anlage. Chlorgasalarm. Vielen Badegästen bleibt nicht einmal die Zeit, ihre persönlichen Sachen mitzunehmen. Auf einmal kam eine Durchsage, dass alle bitte die Becken verlassen sollen. Es wäre Chlorgasalarm, das hat man so schlecht verstanden. Und alle auf die Liegewiese gehen sollen. Und auf einmal hieß es dann alle raus, ganz raus. Also auch die Liegewiesen verlassen, komplettes Freibad verlassen. Im Geräteraum des Bades hatten Messgeräte am frühen Nachmittag eine erhöhte Chlorgaskonzentration angezeigt und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Situation beim Eintreffen war so, dass ein Chlorgeruch merkbar war. Wir sind dann in den Lagerraum vorgegangen, haben das entsprechend beurteilt, sind dann auch mit Trupps vorgegangen, die dann die Anlage soweit gesichert haben. Das Gelände wird evakuiert, die Becken werden abgesperrt. Verletzte gibt es glücklicherweise nicht. Die Ursache für den Gasaustritt ist noch unklar. Wir warten jetzt auf die Sachverständigen und hoffen, dass die rausfinden, was es war. Und wenn die den Schaden beheben können, werden wir morgen wieder in Betrieb gehen. Nach dem Schreck von gestern eine gute Nachricht für all jene, die bei Temperaturen von über 30 Grad Zeit für einen Sprung ins kühle Nass und einen Tag im schattensatten Grüns haben.